Wie nutze ich meine geistlichen Fähigkeiten? 1. Petrus, Kapitel 4, Verse 10 und 11. Und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er's rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er's tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Wort Gnade, das heißt griechisch Charis, und das Wort Gabe, das heißt griechisch Mata, ist die Bezeichnung für zwei zusammenhängende geistliche und praktische Geschenke Gottes an einzelne Christen und für die Gemeinde. Derlei Gaben sind also nicht zwangsläufig eine Frage von Ausbildung, Position, Ansehen, Einfluss oder bestimmter charakterlicher Eigenschaften, wie zum Beispiel Durchsetzungsvermögen, sondern Charis, also eindeutig Gnade, und das ist eine wohlwollende, freiwillige Zuwendung. Und Gnadengaben werden von Gott durch den Heiligen Geist ausgeteilt nach seinem Willen und zu seinem Zweck. Sie sind demnach kein Selbstzweck, sondern zielgerichtet für den Dienst an der Gemeinde und einzelnen Christen. Geistliche Fähigkeiten sind auf andere gläubige Menschen anzuwenden und haben genau dort ihren Zielpunkt. Wer das übersieht oder ignoriert, dem fehlt dann auch das Verständnis für ihren Gebrauch. Und zwar in dem Sinne, wie gelesen, als die guten Haushalter, Verwalter der mancherlei Gnade Gottes, 1. Petrus 14. Bei den Korinthern sorgte so manches Kompetenzgerangel für Verwirrungen und Streit. In 1. Korinther 1, 10 und 11 schrieb der Apostel Paulus: Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ist es tatsächlich immer eine Freude und eine Ehre, wenn man viel von der Bibel und Gott verstanden hat und Christen sich an einem orientieren? Mitunter ganz sicher, aber nicht immer. In Prediger 1,18 schreibt Salomo: Denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung, und wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz. Manchmal hat es auch durchaus einen Wert, wenn man nicht in vorderster Front steht und in aller Stille und Demut glauben und lernen kann, so wie Gott es schenkt. Denn es gilt ja auch, wer mehr hat, von dem wird man auch mehr fordern. Lukas 12,48. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Die Verantwortung ist also umso größer, je größere Vorrechte man genießt und wohl entsprechend, wie viele und welche Gaben man nach dem Willen Gottes bekommen hat und was man daraus macht. Vor dem Richterstuhl Christi werden die Christen einmal beurteilt werden, was sie mit ihren Gaben und Möglichkeiten getan haben und auch was nicht. In 2. Korinther 5,10 steht entsprechend: Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder empfange, nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. Es wird also Unterschiede im Himmel geben bei den Christen, und es wird auch unter den Ungläubigen sicherlich Unterschiede geben. Aber wie dem auch sei, ohne den Erlöser Jesus Christus und sein Wirken hat auch ein Christ in gewisser Weise verloren und kann unter Umständen auch nur wie durchs Feuer hindurch gerettet werden. 1. Korinther 3,15. Aber er ist dennoch gerettet. Ein Ungläubiger kann aber im besten Fall nicht ganz so viel leiden wie andere. Vielleicht ist das so, aber er ist und bleibt dennoch ewig verloren. Jesus Christus, dem alles Gericht übergeben ist, wird auf jeden Fall in gerechter Art und Weise die Menschen beurteilen. Und wer ihn als Erlöser nicht hat, der hat schlechte Karten, auch wenn er vielleicht noch ein so positives, moralisch hochstehendes Leben gehabt haben sollte.
In 1. Petrus 4, 18 bis 19 heißt es: Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder zu finden sein? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Das ist das, was Gott von uns möchte, dass wir Gutes tun. Und darüber dürfen wir jeden Tag, jeden Moment, jeden Augenblick, in jeder Situation nachdenken, was wir jetzt Gutes tun können im Sinne Gottes, auch in dem Wissen, dass wir als Gerechte kaum gerettet sind. Gerettet auf jeden Fall. Aber letztlich ist alles auch nur Gnade. Wir sind als Christen Begnadigte. Und wer eben nicht begnadigt ist, der kann noch so schön und toll und anerkennenswert leben in den Augen der Menschen, der wird letztlich in dieser Art und Weise, wie er meint, vielleicht von Gott bewertet zu werden, ganz sicherlich enttäuscht werden, weil er Jesus Christus eben nicht als Erlöser hat, weil er meinte, das hat er nicht nötig. Sicherlich sollten wir als Christen unsere Gaben auch herausfinden, einsetzen und dann auch fördern und darin wachsen. Hierbei brauchen wir auch die Unterstützung anderer in der Gemeinde oder im Freundeskreis oder wo auch immer. Daran mangelt es wohl manchmal. Mit Dienst kann ganz konkret gemeint sein und persönlich auch gemeint sein, dass man in Liebe einem anderen eine Dienstleistung erweist oder auch ermöglicht. Hier gibt es viele Möglichkeiten, Besuche, praktische Hilfen und so weiter. Auch so ein Dienst ist eine Gabe. Gott setzte darüber hinaus Folgendes ein: Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, Ermahner mit entsprechenden Kräften, um ihr Amt gut auszuführen. Es gibt Zeichengaben, Offenbarungsgaben, Redegaben und Dienstgaben, alles zu einem Zweck, wie in Epheser 4, 12 bis 14 steht, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Logisch ist, dass wir ohne den Geist Gottes auch keine Gaben haben können. 1. Korinther 2, 11. Den Geist betreffende Dinge, griechisch Pneumatika, kann der natürliche Mensch nicht erfassen und verstehen. Und wenn wir dann eben auch vor Ungläubigen über geistliche Dinge reden, dann ist es eben auch für die manchmal ein Buch mit 7 Siegeln oder sie schütteln den Kopf oder kritisieren uns oder halten uns für abgehoben oder für Phantasten und Fanatiker. In 1. Korinther 12, Verse 1 bis 11 schreibt der Apostel Paulus: Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Eine Gnadengabe in diesem Sinne ist kein Spielzeug, sondern ein Werkzeug zum Dienen, zum Helfen, Erbauen, zum Lehren, Weiden und Ermahnen. Gott investiert seinen Geist in einen gläubigen, von oben neu geborenen Menschen. Das ist sozusagen ein gewisser geistlicher Vermögenswert, für den wir uns dann auch verantwortlich zeigen sollten und dürfen.
William MacDonald schreibt: Jeder Gläubige hat eine Gnadengabe vom Herrn empfangen, eine besondere Aufgabe, die er als Glied des Leibes zu erfüllen hat. 1. Korinther 12, 4 bis 10 und Verse 29 bis 31. Diese Gaben sind uns vom Herrn zur Verwaltung gegeben. Sie sollen nicht für eigensüchtige Zwecke missbraucht werden, sondern zur Ehre Gottes und zum Nutzen unserer Mitmenschen. Wir sind nicht die Empfänger der Gaben Gottes an uns. Die Gnade, die uns erreicht, soll nicht bei uns bleiben. Wir sollen Verteiler werden, durch die der Segen anderen zufließen kann. Wir sollen gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes sein. Der Ausdruck Gnade Gottes bezieht sich hier auf unverdiente Vorrechte, die Gott dem Menschen anbietet. Verschiedenartig bedeutet wörtlich so viel wie vielfarbig oder bunt. Philipps übersetzt es mit außerordentlich vielfältig. Auch wenn ein Mann zum Reden oder Lehren begabt ist, muss er sich sicher sein, dass seine Rede die Worte enthält, die Gott ihm zu dieser bestimmten Gelegenheit zu sagen aufgetragen hat. Das ist mit Aussprüche Gottes gemeint. Es reicht nicht, einfach aus der Bibel zu predigen. Der Prediger sollte sich auch sicher sein, dass er die besondere Botschaft bringt, die Gott für sein Publikum in diesem Augenblick bestimmt hat. Jeder, der irgendeinen Dienst tut, sollte es in dem demütigen Wissen tun, dass Gott ihn dazu befähigt. Dann kommt Gott die Ehre dafür zu, dem sie auch gebührt. Diener des Herrn dürfen nicht stolz werden, ganz gleich wie begabt sie für den Dienst des Herrn sind. Sie haben ja die Gabe nicht aus sich selbst erhalten, sondern sie ist ihnen vom Himmel geschenkt worden. Sie haben überhaupt nichts, das sie nicht zuvor empfangen haben. Jeder Dienst sollte so durchgeführt werden, dass Gott dafür gelobt wird. Wie Petrus betont, wird diese Ehre dem Vater durch Jesus Christus als Mittler gegeben, weil Gott so viel durch ihn für uns getan hat. Diesem herrlichen Heiland gebührt Ehre und Lob in alle Ewigkeit. Amen. Soweit. Es gibt keine Propheten im eigentlichen Sinne mehr, ebenso nicht wie Apostel. Sie legten den Grundstein bis zum Ende des ersten Jahrtausends. Der Zweck der prophetischen und apostolischen Gaben war somit erfüllt. Es gibt noch immer die prophetische Gabe und Missionare, die einen apostolischen Dienst, das Verkünden, ausüben. Aber die Zeit der Propheten und Apostel, wie sie in der Bibel auftraten, ist vorbei. Unter prophetischem Reden versteht man auch nicht stets Voraussagen für kommende Dinge, sondern einfach die Gabe und das Einfühlungsvermögen, also die Empathie, in die Lebenssituationen von anderen Christen treffend, ermahnend, tröstend und auferbauend hinein zu reden oder hinein zu schreiben. Und das gilt vielleicht auch in gewisser Weise, wenn Christen mit Ungläubigen reden und ihnen vielleicht etwas mitgeben zum Nachdenken, worüber sie dann letztlich auch zum Herrn finden können. Um diese Gabe sollten wir uns besonders bemühen, diese prophetische Rede, und danach streben, in dieser Weise unseren Nächsten zu begegnen. In 1. Korinther 14,1 heißt es: Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Hierzu nochmals etwas von William MacDonald. Es stimmt zwar, dass der Heilige Geist die Gaben austeilt, wie es ihm gefällt, doch ist es genauso wahr, dass wir um Gaben bitten können, die von großem Wert für unsere Gemeinde sind. Deshalb ist Paulus der Ansicht, dass die Gabe der Weissagung besonders wünschenswert ist. Wenn jemand weissagt, so baut er die Gemeinde auf, er ermutigt und tröstet sie. Der Grund dafür ist, dass er in der Sprache der Menschen spricht, und das macht den Unterschied aus. Wenn Paulus sagt, dass der Prophet zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung spricht, dann gibt er damit keine Definition. Er sagt einfach, dass sich diese Resultate einstellen werden, wenn die Botschaft in einer Sprache übermittelt wird, die die Menschen sprechen. Luther soll einmal gesagt haben, dass er den Leuten aufs Maul schaut, um sie letztlich auch zu erreichen. Das ist zwar ein bisschen drastisch ausgedrückt, aber im Grunde hat er ja vollkommen recht. Wir sollen nicht über die Köpfe der Leute hinwegreden oder irgendwie theologisch sie zuschütten, sondern wir sollen auf Augenkontakt Wert legen, auf
Empathie und darauf, dass wir uns eben nicht größer machen, als wir sind, sondern dass wir in Gleichklang mit ihnen reden, ihnen vermitteln, dass wir auch nicht besser sind als sie, ebenso Begnadigte, und dass wir den rettenden Glauben nicht aus uns selber haben, sondern dass Gott den geschenkt hat, dass wir einfach mitmenschlich, mit Empathie miteinander umgehen und reden, sowohl mit unseren Glaubensgeschwistern als auch mit Menschen, die noch nicht glauben, aber mit denen wir irgendwie irgendwo Kontakt haben. Auch Glauben ist eine Geistesgabe. Nicht allein der rettende Glaube, sondern eben das unerschütterliche Zutrauen und Vertrauen, dass Gott in jeder Situation scheinbar Unmögliches immer möglich machen kann und seine Kraft, seine Gnade und Souveränität in jeder Lebenslage, in der Welt allgemein oder auch bei uns selbst vorhanden und im Vertrauen greifbar und umsetzbar ist. Bei Gott gibt es kein Unmöglich, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, ihm dürfen wir vertrauen. In diesem Sinne, Gott segne, stärke, behüte, bewahre euch, er gebe euch Hoffnung, Trost und Frieden. Amen.